Tja, Leute, den letzten Part haben wir mit einem Späßchen beendet. Diesen Part wird es jetzt ernst, denn es geht mit Hot Head Hop weiter. Oh, ich hasse die Welt. Sag ich jetzt einfach mal so. Die habe ich früher gehasst. Ja, wegen den Krokodilköpfen und so. Ja, ich hasse das ganze Spiel, wenn ich ehrlich bin. Ja, es geht. Ich finde es gar nicht so schlimm. Oh, ist der schlechteste Teil. Weiß ich nicht. Nee, später die hinteren Welten fucken mich halt übertrieben ab. Das ist so das Ding. Ich mag lieber, weiß nicht, ich mag Donkey Kong Country 3 lieber. Wenn das ja, hier auch in diesem Modus mal verfügbar ist, spielen wir das auch. Ja, wird ja bestimmt irgendwann mal kommen. Ja, es gab einen Monat kein Update mehr. Also. Ja, die dachten sich, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, kam ja. Jetzt jede Menge Highlights raus. Hyrule Warriors. Ja, es ist wirklich. It also, man kann mit Nintendo nur zufrieden sein, ne? Wolle, warum drückst du den falschen Knopf? Hä? Ja, du bist gerade abgesprungen, dabei wolltest du gar nicht abspringen. Wo ist ein Y? Ach, das ist der Knopf. Ah, da ist das. Das geht mit B. Ja, das scheint Y. Ja, das ist normales Schießen, aber wenn du diesen hier haben willst, ne? Musst du B drücken. So. Und diesen Knopf habe ich gerade gesucht. Ja. Stehst du? Muss man schon mal eine Weile gucken, ne? Ja, aber so oft spiele ich das Spiel halt auch nicht. Dass ich jetzt die Buttonbelegung komplett im Kopf hätte. Weißt du, was die Leute immer sagen? Ist das hier die beste Videospielmusik aller Zeiten? Ja, wahrscheinlich. Und ich finde das nicht. Ich finde zum Beispiel in Final Fantasy 7 oder so hat einen schöneren Soundtrack. Ja. Ich dachte mir auch gerade, mit wem rede ich da eigentlich drüber? warum spreche ich das an? Bin ich bescheuert? Was ist denn los mit mir? Der hält mich doch jetzt für behindert. Ja, richtig. Ja. Boah, Alter. Hörst du die Musik dann auch im Auto? Volle Pulle, Alter. Geil. Die pump ich, Alter, in den Streets von Osnabrück represented, Alter. Mit Donkey Kong Country 2. Aus dem AMG. Mein Gott, Alter. Das wäre stark, ne? Ich im. Nee, also da würde ich dann eher die Lollipops oder so pumpen. Da sehe ich mich mehr. Dass ich auch immer im Van laufen. Da wäre jetzt eine Facecam lustig gewesen, Leute. Hättet ihr meinen Geister ins Gesicht sehen können. Uiuiui. Mann, mach doch mal mit Facecam. Können wir. Nein, können wir nicht. Wir haben noch eine Facecam. Sieht ihr nicht link die beiden Bilder? Also das von mir ist genauso statisch wie sonst auch. Also ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Wär überstark, wenn wir da wirklich so eine ganz kleine Cam drin hätten. Wär so stark. Ich kann da auch einfach zwei Fotos von uns einfügen. Scheiße. Wenn du das machst, wär so stark. Mal gucken. Machst du eh nicht. Hey, wir haben jetzt schon so spät. Jetzt muss ich das ja heute noch rendern und so. Das wusste ich nicht. Nein, wir sagen das ja erst in diesem Part. Das ist ja der zweite, also erst morgen. Dann. Ja. Bist du aufgestorben in den Level? Aber ich wollte auch diesen Part vielleicht. Also, im ersten Part muss man eigentlich tatsächlich nicht schneiden, weil der war spektakulär. Und tatsächlich ganz gut. Bin ich auch gestorben? Nee, du gehst immer ins. Du bist ins falsche Level gegangen. Ich bin ins falsche Level gegangen, ja, Mann. Ich kann sagen, ich bin noch nicht gestorben. Hat dein Maul? Oh nein. Deswegen hasse ich dieses Spiel, weil es Level gibt, die nach oben gehen. Ja, es wird dich belasten. Die sind, das sind die beschissensten Level der Welt. Und machen überhaupt keinen Spaß. Ist wirklich so. Ja. Na, ich spiel safe, wer auch gewinnt, ne? Stark. Ja, Cornelius, was ist denn sonst für heute für dich geplant so? Was spielt sich in deinem Leben sonst noch ab? Jetzt, wo du 30 bist. Ja. Keine Ahnung. Ich habe mir sagen lassen, diese Woche wird noch viel, viel gekocht. Ja, wir müssen halt noch ein Kochvideo machen, aber da warten wir momentan noch auf Equipment, ne? Oh Leute, wir haben schon wieder Equipment geholt, ey. Mir wird schwindelig langsam. Ja, wir haben schon wieder Equipment. Geld ausgegeben für Equipment. Ja.
Wir haben uns ein Mikro, wir haben uns ja neue Kameras gekauft und wir haben jetzt mal überlegt, dass es ja vielleicht gar nicht so nice ist mit der Audioqualität und deswegen haben wir uns nochmal Mikros bestellt, die man da dran packen kann. Hoffentlich. Nicht hoffentlich, die kann man da dran packen. Ja, ich vertraue dir da einfach. Ja. Und ja, deswegen können wir noch nicht kochen, weil wir da noch drauf warten müssen. Und ja, dann werde ich morgen früh einkaufen für alles. Ich muss sagen, ich freue mich schon. Zu kochen? Ja. So mit diesem ganzen Upgrade und so, weißt du, dass es ja, schöner wird und so, dann. Bin mal gespannt, was du draus machst. Ja, also. Ja. Die Sache ist ja die, wenn ich bis Freitag Zeit hätte, könnte ich das halt mit Kamerakind machen, ne? Ja, mach das doch. Habe ich bis Freitag Zeit? Ja. Muss mich fragen. Jetzt muss ich den Flat Erickson mal sagen, dass der rechtzeitig kommen soll. Und dann, es wäre halt viel stärker. Ich sehe es ja bei Moneyboy immer und so. Das ist schon cooler, wenn einfach jemand das hält. Und die Dynamik ist dann auch irgendwie besser, wenn man dabei mit jemand redet. Meinte nicht, bei Pete hält es keiner und da ist die Dynamik auch ganz gut. Ja, aber ich glaube, da macht es auch viel aus, dass es vier Leute sind meist. Also da hat man sehr, sehr viele Szenen, sehr, sehr viele. Bei uns sind es auch eigentlich vier. Bei den Domtendo Together sind es auch manchmal drei. Wenn du danach liest. Ich greife hier ein Zitat von Cornel auf. Red doch nicht so böse über Rubini Chara. Wo ich sagen würde, das unterschreibe ich so eigentlich nicht. Aber ich musste diesen Witz jetzt einmal mit aufführen. Ich entschuldige mich bei allen, die eventuell erzürnt sein können. Ist doch alles nur Spesken. Ist Spesken. Ihr dürft auch gerne Spesken über uns machen. Auch gerne im Sweetgather. Ein Problem. Ja, habt ihr die spielen Donkey Kong Country zu viert? Habt ihr das gesehen? Ich glaub sogar zu fünft. Hey, nein, man macht die Attacke auf A. Ich glaub, zu fünft wird sogar treffen. Was redest du eigentlich? Ach, scheiße, ich hab A und B gerade verwechselt. Du hast 69 Bananen jetzt nicht mehr. Mann, schade. Ich probier's, okay? Auf Ehre. Gab's auch 69 letztens, Cornel? Nee. Schade. Hast du den Ass geeatet? Nee. Ja, auch nicht. Leute, es kommt demnächst eine Story auf euch zu. Die wird der Wahnsinn. Das kann ich euch schon mal anteasern. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Wir sind dann noch offen für den richtigen Moment. Kann man mal was im Patreon packen für so eine Story, Alter. Oh, guck mal, ich habe gerade eine Meldung von meiner Mama bekommen. Und zwar hat die geschrieben, Opa hat Rezepte und Ausstechförmchen. Ich hol die morgen. Stark. Das heißt, ich krieg backe Weihnachtsplätzchen-Stream. Im extremen Modus. Das wird stark. Sehr da habe ich richtig Bock drauf. Ich denke auch, ich werde jetzt ist wieder so, ich bin gerade wieder so... Kriegst du mir dann Kekse zu per Post? Kann ich machen, ja. Ich möchte gerne aber welche mit Smarties und Zuckerguss. Smarties gibt's normalerweise nicht, aber mit Zuckerguss. Zuckerguss und Marmelade und sowas. Nee, Marmelade kannst du behalten. Ich möchte gerne welche mit Zuckerguss, bunte Streusel und Smarties. Ich mach den schönen Mix fertig, Cornel. Da sind dann auch Vanillekipfel und Schokokipfel mit drin. Und dann so. Machen wir ein Video, wo ich die esse. Geil. Voll der geile Content, Alter. Ist doch Content. So funktioniert unsere Video-Content-Suche. Wir sagen jetzt, das ist lame, aber weißt du, die Prank Bros würden daraus machen, rundes Essen gegen sternchenförmiges Essen. Und da wäre dann ein sternförmiges Plätzchen gegen rundes Plätzchen angetreten und die hätten die nicht mal selber gemacht. Also von daher finde ich schon, und die hätten damit 3 Millionen Views geholt. Ja, müssen wir auch hin, ne? Und wir holen unsere 2700 Klicks damit, wie du das siehst. Stark. Ja. Stark. Weiß ich nicht, ob das stark ist. Und im Nachhinein, wenn ich wieder drüber nachdenke, macht es mich nur traurig und wütend. Aber ist okay.
Ja, so fünfstellige View-Zahlen wären schon stark. Das Einzige, was unangenehm wird, wenn ich dafür einkaufe, dann muss ich ja locker 8 Packen Mehl oder so holen. Das sieht ja aus, wow, als wäre ich ein Prepper. Ach so, ja, dann 8 Packen Mehl. Es wird sehr viel. Ich werde sehr viel machen. Das wird irre. Jetzt, wo ich dir auch noch was abgeben muss. Ja, klar. Und ich will keine, nicht so eine kleine Tüte, ne? Ich will schon 1-2 Kilo. Das war klar. Ja, genau! Du musst mir 2 Kilo schicken. 1 Kilo für mich privat, ne, damit ich auch was. 1 Kilo fürs Video kann Cornel 1 Kilo Plätzchen. Kann Cornel 1 Kilo Plätzchen essen, ja. Okay. Du hast auch eine Waage bestimmt, oder nicht? Dann kannst du das abwiegen. Ja, natürlich habe ich eine Waage. Kannst du mir genau 1 Kilo schicken fürs Video. Ja, machen wir. Ja, machen wir auch. Ist okay. Stark, Alter. Woohoo! Guck mal, jetzt haben wir, diesen Part hier einfach dafür benutzt, um unseren Content zu planen. Ja, er ist perfekt. Andere machen das im Stream. Ne? Das ist halt... Wer macht das denn im Stream? Junge, Alter. Darf ich noch ein Level machen oder ist vorbei? Wir sind bei 11 Minuten. Weiß ich nicht, ob du noch eins machen kannst. So, ja, dann muss ich. Wenn man Spaß hat, ne, verfliegt die Zeit. Da denkt man immer, dass da war schon ganz viel, rum. Ne? Das ist halt so die Sache. Naja. Oh, nach oben, ey. Ist in dem Level erst? Das ist ein Level hinter dir, Alter. Na, ich habe das nächste aber auch schon geschafft. Ja, es ist trotzdem ein Level. Aktuell führe ich 2 Level. Nein, 1. Nee, du bist aber zuerst dran, also führe ich 2 Level. Ja, weil ich die scheiß Krokodilköpfe da, ich hasse die halt. Ich habe vergessen, dass man da, das ist steuerungstechnisch sehr, sehr unangenehm. Und ich hoste das Ding doch. Ich frage mich, warum ich so ein Delay, also so ein Verzögern habe. Also für mich fühlt es sich eigentlich voll normal an, das Spiel. Wann hast du das denn das letzte Mal gespielt? Boah. Guck mal, jetzt mal ohne Spaß, Leute. Ich bin doch nicht so dumm und... Ich bin halt... In meinem Kopf bin ich früher gesprungen. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal gespielt habe. Vor damals, 2013 oder 2012... Als ich ein Let's Play gemacht habe, vermutlich. Ja, dann erinnerst du dich einfach nur nicht mehr, wie das war. Es fühlt sich auf jeden Fall, die Steuerung ist auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig. Also du als Host solltest normalerweise das bessere Erlebnis haben. Ja, eigentlich schon, ich weiß. Und für mich ist es halt voll okay. War bei Donkey Kong Country 1 ja auch so, dass man sich extrem stark erstmal an die Steuerung gewöhnen musste. Deswegen, wahrscheinlich konnte ich noch. Stark. Ja, das sind die Gamer-Strats, ne? Mhm. Staunt er, Mann. Nicht schlecht. Oh, Klötze! Staunt er. Boah, Cornelius, wünschst du dir eigentlich was zu Weihnachten? Von dir? Nein, nicht von mir. So generell. Mir kriegst du Plätzchen. Ja, stark. Krieg ich dann nochmal Plätzchen auch an Weihnachten? Nee, aber vielleicht kriegst du, sollte ich bis dahin das Ferrero-Paket haben, kriegst du davon noch was. So Weihnachten. Ja, das hoffe ich doch. Ja, so viele Freunde habe ich nicht, dass ich dir nichts geben würde. Ja, nee, ich wünsche mir nicht zu Weihnachten, nee. Ja, ich auch nicht. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Den Anspruch, mir was zu Weihnachten zu wünschen. Den Anspruch? Ja, das Ding ist, ich bin ja jetzt umgezogen dieses Jahr und so. Position. Ja, meine Eltern haben mir ja so viel geholfen und so viel auch, ne? Ja, mir nicht. Also meine Eltern haben mir nicht großartig geholfen dieses Jahr. Und nicht, dass ich wüsste. Aber also du hast Anspruch auf. Ich habe theoretisch. Auf ein Geschenk. Ich habe theoretisch einen großen Anspruch auf ein Geschenk. Wenn ich so überlege. Vor allen Dingen, wenn ich bedenke, was mein Bruder alles von denen kriegt. Und wenn man das mal aufrechnet, was ich kriege, nämlich gar nichts. Dann würde ich schon sagen, es ist ja aktuell Black Friday Week. So, und ich habe ja nachgeguckt. Ich hatte ja diesen 85 Zoll Fernseher mit 2,15 Meter Bildschirmdiagonale im Auge, im Äuglein. Ja. Und der ist aktuell runtergesetzt von 2400 auf 1900 und ein paar zerquetschte. Und wenn man mal ganz ehrlich und fair ist, ne, dann müsste ich den eigentlich kriegen. Ist so. Dann frag doch mal deine Eltern. Ja, dann frage ich auch. Schick dir mal den Link. Ah, das wäre das teuerste Weihnachtsgeschenk, das ich je... Nee, wobei. Ich glaube, wir haben einmal Geld gekriegt, richtig viel. Echt? Das war richtig irre. Ich glaube, 2500 oder so.
What the fuck? Ja, hab mich auch gefragt, was da los ist. Haben wir einfach so gekriegt. Jeder. Deswegen. Okay. Ich krieg keinen Fernseher. Ich werde mir halt Handtücher wünschen dann oder so. Weil meine Mama hat. Ja, meine Mama will natürlich, dass ich mir irgendwas wünsche. Handtücher habe ich auch immer viel zu wenig. Also Handtücher sind auch geil. Und damit auch ein paar Pakete unterm Weihnachtsbaum für mich da sind. Und dann wünsche ich mir mal sowas irgendwie, was ich so. Weil Handtücher könnte ich noch gebrauchen. Vor allem große, so richtig große. Ihr habt einen Weihnachtsbaum noch? Ja, klar. Ja, klar, sagt er. Das wurde bei uns vor, weiß ich nicht, wie viel Monaten schon abgeschafft. Also seit 6 oder 7 Jahren haben wir schon keinen Weihnachtsbaum mehr. Habt ihr aufgehört zu leben oder was? Was sollen ja, sowas? Da ist nur noch ein Adventskranz. Das ist die komplette Weihnachts-Deko meiner Eltern. Weißt du auch, wie das mit den reichen, exzentrischen Leuten ist, Conny? Wenn man aufhört, das Leben zu genießen, dann ist auch eigentlich, dann kannst du auch aufgeben. So, ne? Oh. Nee, einen Weihnachtsbaum haben wir. So, ich führe 3 Level, Leute. Gucken, wo das noch hinführt. Wow, Alter, ich habe das seit 8 Jahren nicht mehr gespielt. Wir spielen hier Contest, Bruder. Das ist hier ein Battle. Nehmt ja, mit. Lass uns doch mal warten, bis ich reinkomme und du in die hinteren Level kommst. So, dann können wir doch gucken, was ist. Brauchen wir jetzt nicht hier in den ersten 2 Parts, wo ich mich erstmal an die Steuerung gewöhnen muss, brauchen wir jetzt noch keine große Fresse haben, Wollo. Ne? Kannst du hinten raus zeigen, was du kannst. Ja, ob du wirklich so lange durchhältst. Kindermund tut Wahrheit, Kornkorne, das sag ich dir. Ja. Ich bin Kindermund. Ja, wahrscheinlich. Was ich mir auch gestern gegönnt habe, das ist auch so eine Sache, die ich persönlich gerade zur Weihnachtszeit mir immer wieder gönne. Das ist so ein bisschen Tradition beinahe. Und zwar Pilze im Wunderland on Air. Das ist so eine Radiosendung im Internet, die damals, vor 10 Jahren oder schon so, vor 12 Jahren, im Nintendo Fire Forum, da gab es halt diese Radiosendung jeden Montag. Und die gibt es immer noch und da laufen immer noch die gleichen Lieder von 12 Jahren in jeder Sendung. Und das Coole ist, gerade zur Weihnachtszeit kommt dann auch mal so ein bisschen weihnachtlichere Lieder. Da war dann von der Pokémon-CD irgendwie Winter ist die coolste Jahreszeit. Alter, ich habe gestern richtig abgedanced. Ich war richtig on fire, könnte man sagen. Alter, Leute. Richtig Spaß gemacht. Ja? Und da merkt man, der Mann ist 35, ne? Man merkt's doch. Was sind die Dinge bei mir, dass man merkt, dass ich so ein alter Sack bin? Wo? Mann, ey. Ich möchte nicht. Hört man das nur, wenn man alt ist oder ganz jung, ne? Ich habe noch nie jemanden gehört, der sowas hört. Ich glaube, du bist der einzige Zuhörer. Nee, die haben einen Discord-Server und da waren noch 3 andere, die safe auch gehört haben. Aber das hören nicht viele. Also ich glaube nicht, dass das viele hören. Wahrscheinlich Heringway und Rubini Schara. Nee, Joker und... Das sind auch so 3 alte Herren, die sowas hören würden. Mistress 91, jetzt wird Conny schon hellhörig direkt. Was ist da los? Eine Frau, die 91 geboren ist und sich sowas anhört, die ist auch verloren. Die hat auch irgendwo wurde falsch abgebogen. Bis hast du das Level jetzt eigentlich geschafft? Ja, klar, was ist das für eine Frage? Oh, das ist nervig. Oh. Ja, ist halt das nächste Level, das nach oben führt, ne? Ja, mit diesen Dingern, da muss jedes da Level muss dann das warten, nach... bis die ihre Dinger abgeschossen haben an manchen Stellen, glaube ich. Gar keinen Bock. Ja, deswegen ist Donkey Kong Country 2 auch so kacke, weil es schon direkt so früh so Kack-Level gibt. Ich glaube, hinten raus die Level finde ich sogar besser. Nee, oh mein Gott. Doch. Letzte Welt ist einfach jedes Level so Abschiss. Und so scheiße, dass ich gar nicht weiß, welches ich am schlimmsten finde. Und mich gar nicht entscheiden. Ich weiß nicht. Junge. Es ist voll delayed. Jetzt auf einmal ist es delayed, ne? Hier bei den Dingern merke ich's. Ich sah nur, meine Fässer sind kaputt, ne? Ja. Waren die auch. Genau. Ja, was soll ich machen? Die Gamerhosen anziehen und einfach durchgamen. Mein Gott. Ja, wenn die kaputt sind, kann ich ja nichts dafür. Das ist ja das Problem. Verstehst du, Mann? So oder so, ich habe den Checkpoint. Alles gut. Und ich freue mich schon nächste Woche wieder auf Pilze Wunderland. Ich glaube, kurz vor Weihnachten gibt es sogar ein richtiges Weihnachtsspecial. Nur mit Weihnachten. Sachen, Alter, richtig. Und wer moderiert das?
Chikorita 83. Eine Frau? Ist nochmal 2 Jahre älter als ich. Nein, der ist ein Typ. Der sich Chikorita nennt. Der sich Chikorita kennt. Der hat auch einen Kanal auf YouTube. Der nennt sich Pokekids 833 oder so. Irgendwie so in die Richtung. Da gibt es dann so Vlogs, wie er auf dem Pokémon-Treffen ist oder auf dem Japan-Tag oder bei der Schlümpfe-Ausstellung. Es ist einfach nur stark, Alter. Ich hoffe, der Mann hat keinen Keller. Ja. Sonst sollte man da aufpassen. Ist halt ja. Hier schon. Ja, ne, so die Menschen haben halt Hobbys, ne? Aber das Ding ist, wo ich auf diesen Discord reingejoint bin, weil ich mir dachte, ja komm, wenn ich jetzt Pilz im Wunderland höre, will ich auch die volle Experience haben mit Chat dabei. Mit Chat. Haben Leute geschrieben, ist das der echte Wolle, Jubs? Alter, ob. Nee, ist so, Bruder, ist so. Naja. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Cringe in meinem Körper. Nee, war stark. Ach, du, ich freue mich auch drauf jeden Montag. Ja, das freut mich. Mich auch. Er hat auch so eine lustige Stimme. So richtig so. Ja, ich bin der Chico und wir machen das heute so. So richtige Lebensfreude, kennen sie gar nicht, ne? Ja, der ist auf jeden Fall glücklich, Alter. Der hat's gut, weißt du, der hat's gut. Der war auch mal fett und ist jetzt dünn. Ja, das hatte ich auch. Onion auch, ja. Und das nervt mich auch. So, der sehe ich, wie der so ein richtig gutes Leben hat. Wie mein Mann. Müsstest du eigentlich auch haben können. Dann musst du nur nicht mehr fett sein. Erstmal gleich die Chips frisch essen. Ich bin heute Morgen wach geworden und habe festgestellt, dass mein Leben wieder richtig scheiße ist. Aber mit diesem Tod verabschieden wir uns auch. Und vielleicht erzähle ich euch im nächsten Part, warum mein Leben schon wieder richtig scheiße ist heute. Wir sehen uns. Freuen wir uns alle drauf. Bis dann. Tschüss. Und ciao.